Mittwoch ist es, Bergfest. Die Woche geht fast zu Ende. Ja, und das ist auch die vorletzte News. Diese Woche am Freitag bin ich in Nürnberg und gebe wieder einen eBay SEO Workshop. Und heute ist auch im Grunde genommen gar nicht so viel passiert. Wettermeldung im Übrigen, blauer Himmel, 13 Grad in der Südwestpfalz. Gar nicht so viel passiert, denn ich hatte wie selten in den letzten Tagen echt Schwierigkeiten herauszufinden, was es an News gibt. Ich glaube, das liegt vielleicht auch daran, dass ich abends, also jetzt die letzten paar Abende nicht mehr so intensiv gelesen habe. Ich glaube, das muss ich wieder ändern. Ja, was gibt's Neues? In den Medien ist es ja schon erschienen. Einige Medien hatten den oder haben den Referentenentwurf bereits vorliegen. Ich habe ihn auch zugespielt bekommen. Es geht um einen Gesetzesvorschlag gegen Abmahnmissbrauch. Es wird ein Gesetz kommen. Ob und inwieweit das nützlich und hilfreich ist, dessen bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Wenn man der Meinung von Dr. Carsten Fröhlich, Trusted Jobs, folgen mag, dann kommt man zu dem Entschluss, dass es sehr, sehr gut sei. Ich habe noch so meine paar Fragezeichen dort. Ich halte es nicht für sinnvoll, den fliegenden Gerichtsstand zu versagen. Das ist in meinen Augen ein Wechsel der Kosten linke, rechte Tasche, denn zahlen muss am Ende des Tages der Unterlegene. Und wer nun am Ende des Tages reist, da reden wir dann maximal über die Anreisekosten des Klägers selbst, der in der Regel ja tatsächlich bei einer Abmahnung nicht vor Gericht erscheint. Wenn der Beklagte unterliegt im Rahmen einer Abmahnung, also der Abgemahnte, dann ist es völlig egal, wohin der Anwalt zu reisen hat oder welcher Anwalt zu reisen hat, denn die Anwaltskosten, also die Reisekosten fallen eh an. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, in der Art und Weise, wie es Abmahnvereinen erschwert werden soll, abzumahnen, scheint mir ja suboptimal gelöst zu sein, denn ich bin mir sicher, dass der IDO, der laut Studie von Trusted Jobs 55% der Abmahnung verantwortlich ist, mit Sicherheit in der Lage sein wird, sich den Anmelderegeln zu unterwerfen. Mitglieder hat er genug und ich bin mir eigentlich auch sicher, dass er diesen Weg wahrscheinlich sogar als erster gehen wird. Ob das tatsächlich einen Abmahnmissbrauch eindämmt, ich bin mir noch nicht so sicher, aber ich muss auch dazu sagen, ich habe bisweilen nur die Kommentare und Zusammenfassungen gelesen, den tatsächlichen Gesetzesentwurf, 38 Seiten sind es, habe ich gestern Abend zwar begonnen als Bettlektüre, bin aber in der Tat nicht fertig geworden. Der Umsatzsteuerbetrug ist jetzt thematisch auch in den USA angekommen. The Verge, ein recht populäres Medium in den USA, also themenbezogen aufs Internet und E-Commerce, hat einen recht umfangreichen Artikel über den Umsatzsteuerbetrug auf Marktplätzen durch Drittlandhändler Chinesen gebracht. Den Link zum Artikel findet ihr unterhalb des Videos. Es wird Amazon und eBay thematisiert, einige Zahlen werden übernommen, die aus meiner Feder stammen. Ich bin auch in dem Artikel namentlich erwähnt. eBay Australien kann, das ist mir jetzt schon das zweite Mal aufgefallen, Social Media wie kein anderer eBay-Marktplatz. Ihr erinnert euch, Christian Otto Kelm hatte hier in Deutschland verbreitet, dass die Hinweise von Amazon auf die Eigenmarken sehr prominent eingeblendet werden, wenn ein Käufer nach bestimmten Marken oder Keywords sucht und direkt im Grunde genommen in der Linie, wo die eigentliche Marke, in diesem Fall war es Pampers, angeboten wird, schreibt Amazon rein, hey, guckt euch doch mal unsere Eigenmarken an. Diese News kommt ursprünglich aus den Vereinigten Staaten. Entschuldigung bitte. Beziehungsweise der Screenshot kommt ursprünglich aus den Vereinigten Staaten. Und eBay Australien hat es aufgegriffen und hat sinngemäß geschrieben, hey, kommt zu uns, bei uns habt ihr den Stress nicht, wir stehen euch nicht im Wettbewerb. Und das ist relativ smart geschrieben. Das ist ein LinkedIn-Posting gewesen vom Statthalter von eBay in Australien. Fand ich extrem smart, jetzt schon das zweite Mal. Ich hatte es, oder habe es heute Morgen auf Twitter gepostet, den Link zu meinem Twitter-Post findet ihr auch unterhalb des Videos.
Ja, bleiben wir bei Amazon. Die 1 Billion Company, so wird in den Medien nicht nur kolportiert, so ist es auch tatsächlich. Ich glaube, das ist eine der wenigen und einer der einzigsten Zahlen, die in der Tat valide sind und die auch nachgerechnet werden können. Bis auf die Zahlen, die eBay dann noch, die Amazon in ihrer Bilanz veröffentlicht. Klar, ohne Zweifel, Amazon ist wertvoll, Amazon ist wichtig, brechen wir es aber mal runter. Und zwar nur aufs Retail-Geschäft, aufs eigene und aufs Marketplace-Retail-Geschäft. Da denke ich, sollten wir doch einmal alle 5 gerade sein lassen und eben nicht den meisten Medien- und interessensgetriebenen Berater-Communities folgen. Amazon ist ohne Zweifel für jeden Händler notwendig, auch dort zu verkaufen. Und gestern wurde in einem Online-Händler-News-Portal veröffentlicht, dass viele Händler sich von Amazon abwenden, weil sie dort nicht mit zufrieden sind. Das ist mit Sicherheit genau auch der falsche Weg. Es geht nicht darum zu polarisieren, gehe zum einen oder gehe zum anderen, sondern die Strategie soll und muss sein, sei auf beiden erfolgreich. Beide Marktplätze, sowohl eBay wie auch Amazon, haben ihre Stärken und vor allem auch ihre Schwächen. Diese zu erkennen, für sich zu nutzen und auf beiden Marktplätzen erfolgreich präsent zu sein. Ich denke, das ist das Ziel, das sollte das Ziel eines jeden Händlers sein. Zum einen reduziert ihr dadurch, wenn ihr auf beiden erfolgreich seid, eure Abhängigkeit, aber sind wir mal ehrlich, fallen 50% oder 60% vom Umsatz weg. Es ist immer noch ärgerlich. Und ja, wir können jetzt über eine Multi-Channel-Strategie fragen oder ja, diskutieren. Ich denke, die halte ich erst einmal für schwierig umzusetzen, um auf vielen Kanälen erfolgreich zu sein. Denke ich, mir braucht ihr ein Team hinter euch, welche die unterschiedlichen Kanäle betreuen, um diese optimal zu bespielen können. Das ist mit Sicherheit nicht die Lösung. Ich denke, einer der Lösungen ist, sich grundsatz- bzw. TOS-konform auf beiden Marktplätzen zu bewegen und doch zu optimieren. Das ist eine gute Strategie zu starten und es ist auch eine gute Strategie, erfolgreich zu sein. Nur achtet darauf, dass ihr nicht irgendwelchen Medienhype sowohl in die eine wie auch in die andere Richtung erliegt. Amazon ist nicht per se schlecht. Nein. Amazon vertritt die eigenen Interessen. Okay, mit denen muss ich kalkulieren. Klar, ich runzel auch meine Stirn über die Aktion jetzt für die eigenen Marken zu werben. Ja, ich runzle auch meine Stirn, dass die Werbespendings massivst erhöht werden müssen, um überhaupt eine Chance auf Sichtbarkeit zu haben bei Amazon. Einverstanden. Ich gehe auch d'accord mit Gilles Francis Langs Meinung, dass der Marktplatzhandel auf Amazon komplexer geworden ist. Aber es ändert am Ende des Tages nichts. Amazon ist ein wichtiger Marktplatz. eBay ist ein wichtiger Marktplatz. Beide sind sehr unterschiedlich. Beide bedeuten für den Händler völlig unterschiedliche Ansätze. Vom einen habe ich etwas Ahnung, vom anderen wenig bis gar nicht. Ich verstehe, was man doch theoretisch machen muss, um erfolgreich zu sein. Praktisch fehlt mir in der Tat die Erfahrung. Beim anderen habe ich sowohl die praktische wie auch die theoretische Erfahrung. Aber ja, ich denke für euch, es gibt kein Entweder-Oder, es gibt kein Erstes oder Zweites, es gibt meines Erachtens beides. Und ich glaube, eine Maßzahl für euch, wenn ihr euren Job gut macht, ist, dass die Umsätze auf beiden Marktplätzen annähernd gleich sind. Keine Schwierigkeit, wenn ihr 60% über Amazon macht, 40% über eBay. Oder umgekehrt, das ist in Ordnung. Also eine kleine Ungleichverteilung ist völlig okay. Ja, es gibt auch leicht unterschiedliche Käuferschichten, aber auch hier bitte, wenn ihr davon ausgeht, bei Amazon habt ihr andere Kunden als bei eBay, das ist ein Gefühl. Ihr habt keine Validität. Amazon veröffentlicht euch kaum Zahlen, wohingegen eBay die Zahlen veröffentlicht. Ich hatte sie 2017 veröffentlicht und die AGOV-Zahlen, die sind in der Regel ja auch einsehbar in den Medien. Das ist eigentlich keine Schwierigkeit. So stark unterscheiden sie sich nicht. Ich denke mir, in der Generation Y und Z, ja, da wird es Unterschiede geben,
aber die halten sich in meinen Augen auch in Grenzen. Mein Kollege Sebastian Feuster, Betreiber des Seller Forums, hat auch eine eigene Facebook-Gruppe. Die findet ihr im Übrigen auch in meinem Facebook-Profil verlinkt. Hallo Sebastian, ich freue mich, dich auch auf Facebook zu sehen. Ja, bisweilen war er halt mit einer eigenen Facebook-Seite präsent und hat immer mal wieder interessante Inhalte aus seinem Seller-Forum auf seine Facebook-Seite gepostet. Jetzt experimentiert er ein klein wenig damit, dass er eine Facebook-Gruppe hat und Inhalte des Seller-Forums halt in die Gruppe postet und auch die Vorlage für eine Diskussion zu geben. Finde ich fein. Ja, in der Tat ist es so, dass das Forum irgendwie so ein bisschen aus der Mode gekommen ist. Ja, ich meine, man hat bei Facebook ja den Vorteil, man ist Mitglied in mehreren Gruppen, geht seinen Feed durch und kann halt die Inhalte verschiedener Facebook-Gruppen recht einfach konsumieren. Das ist ein bisschen schwieriger, wenn man Mitglied eines oder mehrerer Foren ist, dann muss man halt in der Tat mehrere URLs aufrufen. Ob das damit jetzt gut wird, dass er das halt auch über Facebook macht, ich denke ja, denn wenn ihr Mitglied der Gruppe seid, seht ihr halt auch die Themen, die bespielt werden, und ihr braucht nur auf den Link zu klicken und landet dann im Forum. Von daher ist es völlig okay. Und das muss man auch sagen, sein Seller-Forum ist auch ein bisschen anders ausgerichtet, weniger marktplatzlastig, eher auch shoplastig. Das finde ich relativ gut. Was ich halt kritisiere, was ich ein bisschen strange finde, die Leute sind teilweise recht komisch unterwegs. Ich hatte da ja so die ein oder anderen Erlebnisse der dritten Art vor 2 Jahren auf dem Barbecue. Was ich ja gar nicht so mag, sind diese Beutelratten. Die versuchten einen nach dem anderen, der Akkus fürs Handy, Wort verloren. Wirklich? Powerbank. Da ist es. Der Powerbanks abzuziehen von Afterbuy. Fand ich eine ganz miese Nummer. Ist aber halt auch, glaube ich, eher meine eigene Einschätzung als alles andere. Trotz und alledem wird im Seller Forum hervorragend diskutiert. Er hat auch so um die 20.000 Nutzer, die dort aktiv sind. Und es werden auch spannende Themen bespielt. Und ja, ähnlich wie es auch in den Facebook-Gruppen ist, mal mit mehr, mal mit weniger Niveau. Also wenn ihr Lust habt, den Link zur Facebook-Gruppe von Sebastian findet ihr nicht unterhalb des Videos, aber auf jeden Fall in meinem Facebook-Profil. Wir kommen zur E-Commerce Live am 29. September. Ja, Thema wird dort Black Hat sein. Ich hatte mich gestern mit einem Händler unterhalten, der sagte, Mensch, bin gespannt, was du da halt alles so erzählen wirst. Hab einen anderen Dienstleister gestern gesprochen zu dem Thema. Er sagte, ich finde es gar nicht gut, dass so darüber geredet wird. Ja, da schlagen mit Sicherheit 2 Herzen in jeder Brust. Auf der einen Seite möchte man wissen, wie geht Black Hat rein, um die eigene Neugier zu befriedigen, noch nicht mal um es anzuwenden. Einige mit Sicherheit möchten es anwenden und sehen ihre Legitimation denn dann darin, dass es ja ein böser Chinese ist, ein böser Wettbewerber ist, dass er sich auch unfair behandelt, whatever. Ich sehe es anders. Ich sehe im Wesentlichen den Sinn darin, dass ihr selbst erkennt, wenn ihr angegriffen werdet. Ich finde das viel schlimmer, dass ich recht häufig lese, hey, ich mach doch gar keine Fakes, wieso werde ich jetzt bei Amazon auf meinem Produkt gesperrt, ich soll angeblich Fakes verkauft haben. Und wenn man dann genau mal hinschaut, nicht immer, aber manchmal, ist es dann halt doch schon so, dass ein Angriff dahinter steckt. Ja, und bringen wir es auf den Punkt, ihr müsst euch auch Gedanken machen, wenn ihr angegriffen werdet, hat das überhaupt eine Bedeutung? Hat das überhaupt eine Konsequenz für euch? Einer der beliebtesten Angriffe, die man extremst häufig liest in den Foren, ist, hey, ein Wettbewerber hat eine schlechte Bewertung für mich abgegeben. Okay, ganz im Ernst, die schlechten Bewertungen haben nahezu kaum bis gar keinen Einfluss auf eure Sales und erst recht nicht auf eure Sichtbarkeit bei Amazon. Und da gibt es keine Zahlen, auch von MLIs nicht, die
belegen, dass die Rezensionen einen hohen Einfluss auf eure Auffindbarkeit und auf die Sichtbarkeit haben. Gibt es faktisch nicht. Natürlich ist es richtig, dass Bewertungen von Verbrauchern gelesen werden, auch zur Produktentscheidung mit Sicherheit dazu und da beitragen. Aber ganz ehrlich, die ein oder andere negative oder schlechte Rezension schadet in der Realität nicht. Im Zweifelsfalle ist sie sogar auch noch hilfreich, insbesondere dann, wenn ihr zu viele positive Rezensionen gekauft habt. Dann wirkt euer Profil ein klein wenig glaubwürdiger. Also, was ich damit sagen möchte, ist, nicht jeder Black Hat-Angriff ist in irgendeiner Art und Weise auch tatsächlich riskant. Und da muss man sich viel Gedanken drüber machen. Manchen kann man auch ganz einfach aussitzen und locker drüber stehen. Was ihr auf gar keinen Fall machen solltet, ist quid pro quo. Ihr seht und könnt möglicherweise auch noch den Wettbewerber identifizieren und macht das Gleiche. Der Punkt ist der, ihr müsst die Gefahr sehen. Die Gefahr, Black Hat selbst zu betreiben, ist nicht unerheblich. Wenn, je nachdem wie ihr es macht, euer Wettbewerber euch einen Schaden nachweisen kann, dann wird er euch auf Schadenersatz verklagen. Und glaubt mir, das kostet eure Existenz. Also, betrachtet Black Hat meinetwegen als, ich bin neugierig und will wissen und ich bin neugierig und will erkennen, fein, aber auf gar keinen Fall, ich will machen. Okidoki. Ja, den Vortrag hört ihr im Übrigen am 29. September auf der E-Commerce Live in Düsseldorf. Ticketlink unterhalb des Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr kommt und ihr werdet einiges erfahren. Ich bin auch im Darknet unterwegs gewesen für euch. Ich werde euch erzählen können, was passiert, wenn man versucht, eBay und Amazon-Mitarbeiter zu bestechen und dazu zu bekommen, dass sie euch Auskünfte geben. Es wird spannend werden. Ja, gut. Es wird mich freuen, euch doch zu sehen. Wir sind am Ende der Morning News. Ich wünsche euch einen großartigen Mittwoch. Habt wenig Stress, habt viel Reibach, meinetwegen auch einen großartigen Umsatz. Lasst euch nicht durch eure Mitarbeiter ärgern und erst recht nicht von den Kunden. Bis morgen. Tschüss.